Also es wird sich jetzt hier niemand wundern, dass wir beide nicht in eine totale Kontroverse ausbrechen werden, sondern wir wollen eigentlich ja, die Probleme aufwerfen. Die schlimmsten politischen Defizite in diesen Fragen der Freiheitsrechte aufwerfen. Und ich glaube, ich brauche eigentlich Gerhard Baum wenig vorstellen. Ich denke, er ist fast eine Art Institution mittlerweile. Und er hat uns als einer der Beschwerdeführer ein wichtiges Grundrecht mitgeschenkt. Denn zwar haben es die Richter natürlich entworfen, damals Hoffmann-Riem, aber die Beschwerdeführer sind ja nicht minder wichtig, denn die bringen die Fälle ja ans Laufen. Darüber werden wir gleich ein bisschen reden, nämlich das Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit von informationstechnischen Systemen. Wir beide haben uns auch mal in Karlsruhe kennengelernt, wo er, wenn er so einen Talar anhat, doch recht eindrücklich war. Ich habe mich kaum getraut, was zu sagen. Und, aber und anschließend im Speisewagen. Ehemaliger Innenminister. Und anschließend im Speisewagen. Ja, denn nach jedem Urteil in Karlsruhe muss man sich in den Zug setzen und gemeinsam die Urteile durchgehen und versuchen, daraus interessante Informationen zu holen. Wir wollen ein bisschen resümieren. Ja, die Titel... Wahl mit dem ewigen Kampf sagt natürlich ein bisschen was darüber, dass man sich tatsächlich über Jahre und Jahrzehnte im Fall von Gerhard Baum mit diesen Fragen beschäftigen kann und dass wir, glaube ich, in einer Phase sind in Bezug auf die digitalen Freiheitsrechte, die Grundrechte, die die individuellen Freiheiten betreffen, wo man auch ganz schön depressiv werden kann. Und wir wollen vielleicht zuerst mal reden über den langen, großen Streit um die Vorratsdatenspeicherung und generell um anlasslose Überwachung. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt über die Telekommunikationsmetadaten sprechen, sondern wir haben mittlerweile andere Vorratsdatensammlungen, insbesondere zum Beispiel die Fluggastdaten, aber auch weitere. Und mir scheint so ein Trend zu sein und gerade auch wieder in den letzten Wochen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, das weiterhin zu fordern. Also wie ist der Stand und woraus, wir wollen ja auch schließlich hier nicht zu negativ sein, können wir eigentlich die Hoffnung schöpfen und worauf können wir bauen? Welche Institutionen und welche Personen können uns dabei helfen, da ein bisschen das Pendel in die andere Richtung zu schwingen? Ja, also zunächst zwei allgemeine Bemerkungen. Die erste gilt Netzpolitik. Ich freue mich, dass es Netzpolitik gibt. Wenn es Netzpolitik nicht gäbe, müsste man es heute erfinden. Es ist eine ganz wichtige Einrichtung der Zivilgesellschaft, unabhängig und stark und ist auch immer stärker geworden im Laufe der Jahre. Also Netzpolitik verdient nachhaltige Unterstützung. Netzpolitik kämpft für unsere Grundrechte. Das sind nicht so viele im Lande, die das tun. Und die das ist kein Werbeblock, den wir geplant haben. Die zweite Bemerkung ist, der Kampf, von dem Sie gesprochen haben, wird härter. Und er wird härter durch das Internet. Wir haben eine Entwicklung seit der RAF-Herausforderung und danach 11. September und Chili-Gesetze und so weiter. Die Freiheit gerät in die Defensive. Der Sicherheitswahn bordet immer wieder auf und führt zu Überreaktionen des Staates. Und das wird durch das Internet erheblich verstärkt. Wir leben ja in einer Zeit der Überwachung. Der Digitalkapitalismus überwacht uns und es überwacht uns der Staat. Der Staat, der uns schützen soll, greift unnötig, unverhältnismäßig in unsere Grundrechte ein. Und das führt die Sicherheitsorgane, diese neue Technologie verführt die Sicherheitsorgane, die sagen, oh, da sind ja unglaublich viele Informationen, die wir mal brauchen können. Im Grunde müssten wir doch alle Autofahrten auf der Autobahn registrieren. Wir können doch irgendwann mal eine solche Information brauchen. Also dieses Übermaß an Vorsorge, an Prävention geht in Richtung Überwachung und geht in Richtung Einschränkung unserer Selbstbestimmung, also in Richtung auf unsere Menschenwürde. Die Menschenwürde wird verletzt, und zwar weltweit. Und die Staaten, die Gesellschaften werden manipuliert. Werden manipuliert bei Wahlen, bei Meinungsbildungen. Das sind ganz bedrohliche
Entwicklungen, die weltweit stattfinden, nicht nur in unserem Lande. Wir wehren uns hier. Und eine der Möglichkeiten ist eben das Bundesverfassungsgericht. Wobei ich mich immer frage, warum brauchen wir eigentlich immer wieder das Bundesverfassungsgericht? Sind die Abgeordneten nicht selber auf die Verfassung verpflichtet? Und achten sie nicht selber darauf, dass sie verfassungskonform handeln? Nein, wir haben in dem Sicherheitsbereich etwa 14, 15 Urteile, in denen der Staat zur Ordnung gerufen wird. Ordnung gerufen. Darunter die Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung, Sie haben das eben schon erwähnt, der Kommunikationsdaten, aber auch Vorratsdatenspeicherung jetzt bei den Reisebewegungen. Wie kommt der Staat eigentlich dazu, bei uns unbescholtenen Bürgern festzustellen, wohin und wann wir reisen, unter welchen Bedingungen, das 5 Jahre aufzuheben? Das Problem. Das Problem sind ja nicht die Täter. Jeder von uns wird sagen, die Täter muss man verfolgen, wenn Verdachtsfälle da sind. Das Problem sind wir, die unbescholtenen Bürger und das Freiheitsklima in unserer Gesellschaft. Das Verfassungsgericht hat immer wieder gesagt, jemand, der sich beobachtet fühlt durch den Staat, wird nicht frei agieren. Er fühlt sich eingeengt, die Freiheit leidet. Und das ist also die Situation, in der wir uns befinden. Bei der Vorratsdatenspeicherung im engeren Sinne der Kommunikationsdaten, das ist ein einziges Trauerspiel. Die deutsche Gesetzgebung hat ein Gesetz erlassen, das wir angegriffen haben. Das ist in Teilen verfassungswidrig gewesen. Und dann hat der deutsche Gesetzgeber darauf reagiert und wieder ein Gesetz gemacht, das teilweise verfassungswidrig ist. Also hängen wir mit einer Beschwerde jetzt wieder in Karlsruhe. Die liegt schon jahrelang da. Aber inzwischen gibt es ja auch noch einen anderen Gerichtshof, den Europäischen Gerichtshof. Der hat die Vorratsdatenspeicherung beschränkt auf bestimmte Anlässe, also nicht auf alle bezogen, alle Kommunikationsdaten, sondern bestimmte Anlässe, bestimmte Gefahrensituationen, darüber lässt sich reden. Und jetzt steht unser deutsches Gericht vor der Frage, ob und wie diese europäische Rechtsprechung respektiert werden soll oder nicht. Das heißt, es gibt möglicherweise einen Dissens, eine Spannung zwischen dem deutschen Gericht und dem und vor allen Dingen auch dem deutschen Gesetzgeber und dem Luxemburger Gericht. Also gibt es Entscheidungen einiger Gerichte, die dazu führen, dass Vorratsdatenspeicherung gar nicht mehr praktiziert wird. Also auch die sinnvolle, in bestimmten Gefahrensituationen sinnvolle Speicherung wird nicht mehr praktiziert. Also wirklich ganz schlimme Situation, die herbeigeführt worden ist durch den deutschen Gesetzgeber. Und die Verfassungstreue unserer Abgeordneten ist in solchen Situationen in Zweifel zu ziehen. Sie sind in vielen Fällen auf der Seite derjenigen, die eine überbordende Sicherheit für richtig halten. Da werden Symbolgesetze gemacht, die der Bevölkerung wird gesagt, hier das und das machen wir. Im Grunde mit Gesetzen, die zur effizienten Kriminalitätsbekämpfung nicht beitragen, aber die Bürgerrechte unverhältnismäßig einschränken. Nach jedem Attentat kommt wieder die Frage, wir brauchen neue Gesetze, wir brauchen biometrische Überwachung. Also Überwachung wuchert. Und deshalb ist die Situation, meine ich, ernster als noch vor 10 oder 15 Jahren. Also haben Sie eingangs so ein bisschen gesprochen von der Defensive, in die sozusagen digitale Freiheitskämpfer geraten sind. Nun erinnert mich aber daran, ich weiß nicht, viele vielleicht auch noch erinnern, als die Vorratsdatenspeicherung das erste Mal in Karlsruhe war, wartet noch ein Massenverfahren und das Gericht musste sich noch damit auseinandersetzen, wie sie mit der Schwemme an Beschwerdeführern klarkam. Ja. Wir haben 2 weitere Urteile vom EuGH. Wir haben aber auch interessante Verhandlungen, will ich vielleicht mal hinzufügen. Wir haben noch ein weiteres Höchstgericht, nämlich den Europäischen Menschenrechtegerichtshof, der sich auch mit der anlasslosen Überwachung, zwar im Geheimdienstbereich, aber immerhin auch beschäftigt. Gerade jetzt wieder erst vor kurzem, vor 1,5 Monaten. Mir scheint, die Defensive ist vor allen Dingen auch dadurch entstanden, dass es im politischen Raum so wenig Widerhall gibt und wir wenige glaubwürdige Bundestagspolitiker haben, die wirklich sich auf die Fahnen schreiben, für die digitalen Freiheitsrechte zu sprechen. Und auch die Parteien an sich, dazu würde ich auch die Liberalen zählen, aber auch durchaus die Grünen und in Teilen die Linken, sind nicht mehr die Freiheitskämpfer, für die sie sich vor, sagen wir mal, 10 Jahren verkauft haben. Also da ist auch im politischen Raum sehr viel
mehr Wille, solche technischen Überwachungsvorhaben umzusetzen. Das sieht man jetzt auch wieder. Sie wissen, die aktuelle Debatte dreht sich ja wieder gerade um die Forderungen, die der BKA-Präsident stellt. Da geht es um Hasskriminalität, wo wir plötzlich sozusagen die Vorratsdatenspeicherung für brauchen. Also da ist, glaube ich, noch mehr verrutscht als nur die Tatsache, dass man auf die Gerichte nicht immer hört. Ja, das war auch schon früher so, dass man die Urteile nicht immer mit Wort genommen hat, sondern da ist politischer Unwille und einfach auch letztlich keine Vertretung für diese digitalen Freiheitskräfte mehr. Sehe ich das richtig oder würden Sie so nicht unterschreiben? Also ich bin da auch sehr pessimistisch, was den jetzigen Zustand angeht. Die Digitalisierung ist eine Revolution. Wir leben in einer Zeitenwende, sie verändert alle Bereiche. Alle Bereiche der Politik, der Gesellschaft. Sie ist eine globale Entwicklung. Globalisierung ohne Internet ist nicht vorstellbar. Sie hat große Vorzüge, aber sie hat eine Nachtseite. Und diese Nachtseite sind die Freiheitsgefährdung oder die Freiheitsverletzung. Gefährdung ist ja viel zu wenig. Sie werden ja ununterbrochen verletzt, die unserer Menschenwürde. Und ich habe den fatalen Eindruck, dass ein Teil der Politiker, auch im Deutschen Bundestag, die Verteidigung von Privacy, Privatheit, Menschenwürde als ein Investitionshemmnis ansehen und sagen, wenn wir das machen, schaden wir der deutschen Wirtschaft. Warum schaden wir eigentlich der deutschen Wirtschaft, wenn wir unserer Verfassung folgen? Und außerdem haben wir beim Umweltschutz gesehen, jemand, der sich datenschutzgerecht verhält, der sich umweltgerecht verhält, hat auf Dauer im Markt auch einen Vorteil. Ja. Und also diese Nachtseite wird ausgeblendet. Sie finden darüber kaum eine Bundestagsdebatte, niemals eine Talkshow, wenig Berichte in den öffentlich-rechtlichen Medien, sehr viele Berichte jetzt im Netz und auch in den Printmedien. Also die Gefahr, die durch Verletzung der Privatheit künstliche Intelligenz beispielsweise zum großen Thema geworden, dass also nicht nur dass unser Willen beeinflusst werden kann, möglicherweise. Das wird intoniert in vielen Abhandlungen, Büchern. Ich habe gerade ein hochinteressantes Buch hier empfohlen bekommen von einer Julia Ebner, das heißt, bei Surkamp erschienen, Radikalismusmaschine. Sie analysiert, welche Rolle die Medien bei der Entstehung und Wachsen des Radikalismus spielen und bildet in diesem Zusammenhang das wunderbare Wort inspirativer Terrorismus. Also im Netz findet ein inspirativer Terrorismus statt. Eine Inspiration für Gewalt, für Hass und Gewalt. Das analysiert sie sehr genau. Also wir wissen Bescheid, es gibt viele Untersuchung, viele Darstellungen und auch eine Diskussion, wie wir sie heute führen, nicht nur hier, aber in der Politik ist, da haben Sie vollkommen recht, ist das Thema nicht angekommen. Die reden nur über Glasfaserversorgung und solche Dinge und Start-ups-Förderung. Das ist ja schlecht, wäre das, also. Ja, das ist also, hat der Braun ja hier ausgeführt. Aber was Digitalisierung ethisch bedeutet, ja, was da vor die Hunde geht, das ist noch nicht Thema. Und ich habe als sehr alter Mann die verwegene Hoffnung, dass wir eines Tages eine Bürgerbewegung für die Freiheit und für den Schutz der Menschenwürde. Ich habe solche verwegenen Hoffnungen auch, aber ich will mal ganz konkret werden, wie Sie haben eben wie nebenbei aus dem alten Urteil für die informationelle Selbstbestimmung zitiert. Ja. Das hat ja mittlerweile 30 Jahre auf dem Buckel und ist ja sehr breit interpretiert worden, ist der Ursprung für alle unsere Datenschutzgesetzgebung und letztlich auch für die Datenschutzgrundverordnung und auch für viele juristische Streits. Und nun haben wir beide haben zum 5-jährigen Jubiläum unter dem Titel Das vergessene Grundrecht mal drüber geschrieben, zusammen mit Peter Schanz. Wir haben ein weiteres Grundrecht geschenkt bekommen. Ich habe es schon mal genannt, ich will es aber nochmal nennen, weil der Titel ist so sperrig. Das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Also im Prinzip das Staatstrojaner Urteil. Dazu gab es mittlerweile auch schon zwei. Und unsere These war, das Urteil ist von 2008. Ja. Das heißt, nach 5 Jahren waren wir eigentlich super enttäuscht und haben darüber geschrieben, wie wenig dieses Urteil in die gesetzgeberischen Aktivitäten eingeflossen ist, wie wenig es analysiert wurde.
wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere, als Informatiker hatten wir früher, da mussten wir so Studium Generale machen und ich habe ein Studium Generale bei den Juristen gemacht. Ich weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt, aber da erklärte mir der Juraprofessor bei einem Gang durch die juristische Bibliothek, sehen Sie mal hier, die drei Reihen, das ist alles Grundrecht, informationelle Selbstbestimmung. Und ich denke, bei dem neuen Grundrecht, weil den schlechten Titel IT-Grundrecht bekommen hat, da ist es nicht mal ein Regalmeter. In dem Urteil steht nicht nur was drüber über das staatliche Hacken, da steht vor allen Dingen was drüber über den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, über die Intimsphäre, ein Konzept, was in der Politik überhaupt nicht verstanden wird, sondern immer mit der Privatsphäre vermischt wird. Da steht was drüber über Festplatten, nicht nur darüber, wie man ein Computer- oder informationstechnisches System hacken darf, sondern da steht auch was darüber drin, was man mit einer Festplatte, die man oder ein Telefon, was man beschlagnahmt, machen darf. All das hat letztlich keine Folgen gehabt. Wir könnten genauso, wie wir damals nach dem sozusagen fünfjährigen Jubiläum geschrieben haben, das nochmal veröffentlichen, wäre immer noch wahr. Letztlich ist es auf taube Ohren gestoßen. Wie schafft man es denn, dass man die sinnvollen Gedanken, die in diesen Urteilen stehen, wieder irgendwie in eine gesetzgeberische Praxis bekommt? Das könnte ich jetzt für andere Urteile auch fragen, aber das ist nun mal ein Grundrecht und so haben sie es auch genannt. Wie kriegt man dann irgendwie wieder zum Leben? Ja, das ist, wir haben zwei wichtige Urteile des Verfassungsgerichts auf diesem Feld. Das ist die informationelle Selbstbestimmung 1983 bei der damaligen, was war das, Zensus. Also ein harmloses Gesetz damals hat also einen irren Protest hervorgerufen. Es gab Ortsgruppen, die sich damit gegründet haben, mit dem Thema befasst haben. Und dann hat das Gericht die informationelle Selbstbestimmung verankert, das erste Grundrecht. Das zweite, das braucht gar nicht in die Verfassung geschrieben werden, das ist festgelegt. Das zweite ist das von Ihnen erwähnte von 2008, die informationelle, die Selbstbestimmung über eigengenutzte informationelle Systeme. Und von diesen Systemen sind wir ja umgeben. Ich war also die ganzen IT-Systeme, die Smartphones, Notebooks, auf Cloud gespeicherte Audio- und Videodaten, Alexa, Siri, der Haushalter, alles ist unter diesem Begriff zu subsumieren. Und das Gericht hat gesagt, der Bürger ist nicht in der Lage, sich allein gegen diese Entwicklung zu schützen. Das heißt, er hat dem Gesetzgeber einen Schutzauftrag gegeben, hier die Rechte, die Grundrechte zu schützen. Also Beispiel, das Auto ist ein fahrender Computer. Immer mehr wird es computerisiert. Es wird Serviceleistungen anbieten. Die Hersteller rechnen damit, dass sie mehr als 50% ihrer Umsätze mit Serviceleistungen machen, gar nicht mehr mit dem Verkauf des Autos. Das Auto ist also durchcomputerisiert, zum Teil ganz sinnvoll mit Assistenzsystemen und so weiter. Aber es werden personenbezogene Daten gespeichert und diese Daten werden ausgewertet. Jetzt zum Beispiel eine große Firma lässt feststellen, wann das Fernlicht angeschaltet wird, angeblich um die Batterieleistung zu testen. Das heißt also, sie wissen von ihren Kunden, von den Käufern, wann fahren die mit Licht. Also ist ja schon eine aussagekräftige Sache, wenn einer nur nachts fährt, ja? Und wie lange fährt er? Also Sie können aus solchen Daten, Elementen können Sie Persönlichkeitsprofile auf Dauer aufbauen. Und diese Autofirma verkauft dann diese Daten an die Versicherungs. Nicht? Also die werden ohne dass der Einzelne das wirklich weiß, gegen ihn genutzt. Und dann sagen die Firmen, ja, ihr habt ja eure Einwilligung gegeben, da steht irgendwo im Kaufvertrag, steht dann drin, dass eine Einwilligung gegeben wird. Das geht nicht. Also bestimmte Dinge dürfen überhaupt nicht passieren. Da darf es keine Einwilligung geben, sondern es muss vom Staat geregelt werden, dass bestimmte Datensammlungen im Auto beispielsweise nicht erfolgen dürfen. Und diese Schutzpflicht wird ständig vernachlässigt. Die gibt es gar nicht. Ja? Auch was das Smartphone angeht und anderes. Dass der Staat blendet diese Fürsorge, grundgesetzkonforme Fürsorge für seine Bürger einfach aus.
Nicht? Und das meinen Sie, wenn Sie jetzt sagen, das Urteil ist in der Realität nicht angekommen. Das Urteil ist hochinteressant. Da wird also im Einzelnen dargestellt, wie sich diese Grundrechtseingriffe entwickelt haben und wie sie zu bewerten sind. Und dann spielt eine große Rolle spielt der Kernbereich privater Lebensgestaltung, was Sie eben gesagt haben. Das ist ein Begriff, der sich durch alle Urteile hindurchzieht, auch beim Lauschangriff, wo der Staat ja gesagt hat, der Staat gehört nicht ins Wohnzimmer, nicht die Wanze im Wohnzimmer, sagt Hirsch immer. Da hat er gesagt, es gibt ein im Schlafzimmer, nicht im Wohnzimmer ist vielleicht noch erträglich, aber im Schlafzimmer. Aber es gibt also einen Kernbereich, wo und nur in bestimmten gravierenden Ausnahmefällen der Staat etwas zu suchen hat, im Grunde sonst nicht. Und dieser Kernbereich wird auch hier beschädigt. Ja, also wir überlegen jetzt mal einfach als Entwurf, als Gedanke, ein Autodatenschutzgesetz vorzulegen, nicht auf der Grundlage der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen, die es ja Gott sei Dank gibt. Also diese Spezifizierung des Datenschutzes auf bestimmte Anwendungen hin, die muss erfolgen. Aber der Bereich, glaube ich, der informationellen Selbstbestimmung ist noch nicht so unterentwickelt wie der Bereich, wenn es um Hacken geht. Also die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität. Da ist, glaube ich, noch ein größeres Loch, sehen wir in der aktuellen Debatte um Zurückhacken. Ja? Also wie heißt das jetzt so schön? Aktive Cyberabwehr. Ein Euphemismus für Zurückhacken. Ich glaube, da ist es noch unterentwickelter. Ich glaube, die Selbstverständlichkeit, mit der die Staatstrojaner, das haben wir heute in dem Talk von Marie Bröckeling, glaube ich, sehr gut gehört, in die Landesgesetze, in die Polizeilandesgesetze gegangen ist, wie plötzlich jetzt der Innenminister fordern kann, dass auch der Inlandsgeheimdienst mit seiner merkwürdigen Führung Staatstrojaner haben darf. Ja, da ist, glaube ich, noch mehr ins Rutschen gegangen. Und vor allen Dingen sind die Elemente in dem Urteil, die auch andere Bereiche als nur das reine Hacken, egal ob Zurückhacken oder Staatstrojaner oder in welcher Weise auch immer betreffen, sondern auch zum Beispiel beschlagnahmte Geräte. Ja, der Gesetzgeber hat sich da im Prinzip mit Ignoranz hervorgetan und hat nach dem Urteil gesagt, ja, wir haben wieder zum Teil gewonnen. Das ist ja immer so die Reaktion jetzt, die man nach Urteilen hat, nämlich die Aspekte, die die Gegenseite nicht vollständig durchsetzen konnte, zu betonen. Aber dennoch ist es ja eine Tatsache, dass Zehntausende Festplatten jeden Monat beschlagnahmt werden. Ja? Das ist ja nicht nur das Hacken, das ist ja auch kompliziert und dafür braucht man Vorbereitung und das wird immer in eher kleineren Maßstäben passieren, sondern besteht ja auch gegenüber allen Bereichen, wo man in den Kernbereich eingreifen könnte, also in diese Intimsphäre. Also mir gefällt sozusagen auch nicht, wie bestimmte Aspekte dieser Urteile gar nicht für voll genommen werden und gar keine Form von gesetzgeberischer Handlungsmaxime geworden sind. Und zwar auch von keiner Partei. Ich sehe das nirgendwo. Also auch nicht in der Opposition, überhaupt nicht. Also der Staat schleicht sich in die Computer ein. Das wissen wir ja seit Snowden sehr deutlich, was NSA macht. Im Übrigen, ich habe ihn mehrfach in Moskau getroffen, werde ihn auch nächste Woche wieder treffen. Das ist ja toll. Da gibt es 40.000 Leute bei NSA und einer hat den Mut, unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen. Und der sitzt in Moskau und nicht in Berlin. Ja, ist doch schlimm. Wobei, man muss vielleicht dem Deutschen Bundestag zumindest eins zugute halten. Er hat sich im Rahmen des Untersuchungsausschusses bemüht, ein bisschen Licht in die Affäre zu bringen. Sicherlich hat das Bundeskanzleramt im NSA auch. In beiden Untersuchungsausschüssen, aber vor allen Dingen im NSA-Untersuchungsausschuss schon mal immerhin bemüht, haben andere Parlamente nicht, aber letztlich bleibt es ja auch so, da können wir jetzt ja auch noch mal reminiszieren auf die Snowden-Veröffentlichung, abgehakt worden, ja. Aber wir leben damit. Wir wollten uns ja nicht streiten, aber was halten Sie von dem neuen BND-Gesetz, das dann rausgekommen ist? Ja, natürlich auch nicht viel. Wir haben ja gesehen, wie der BND vor diesem Untersuchungsausschuss agiert hat. Das war ja teilweise humoristisch mit der Weltraumtheorie oder generell, wie sich dieser Auslandsgeheimdienst so ein bisschen seine eigene Welt in der juristischen Interpretation seiner eigenen Gesetze
geschaffen hat. Wir werden in 2 Wochen ja nochmal in Leipzig sein beim Bundesverwaltungsgericht wegen der Frage, wie weit Massenüberwachung hier auch im Inland stattfinden kann durch den BND. Also da ist ja immer noch eine Menge im Fluss. Mir scheint aber auch die Aufmerksamkeit auch gerade in diesem Fall gering zu sein, sowohl für BND-Gesetz neue, aber auch zum Beispiel für die Bundesverwaltungsgerichtsverfahren. Mir scheint das abzuflauen, als wenn ein Großteil der Bevölkerung das einfach hinnimmt. Sowohl, dass irgendwie die Five Eyes-Staaten, wie aber auch unser Inlandsgeheimdienst und der Auslandsgeheimdienst und noch unsere Partnergeheimdienste. Ja. Das scheint mir so eine Art, jetzt ist es eben so, wir leben damit, ist ja eigentlich auch egal. Also diese, der Anteil von Menschen, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber mir ist der Anteil von Menschen, die mir wieder mit dem albernen "Ich habe nichts zu verbergen" Argument kommen, ist mir größer geworden in den letzten 2, 3 Jahren, was mich doch ziemlich frustriert, weil ich fand, wir hatten gute Argumente, warum man diesen Unsinn nicht mehr sagen sollte. Mir scheint es mehr geworden. Also will die Hoffnung da nicht trüben. Also die Hoffnung, also ich habe Hoffnung. Und okay, wo kommt die denn her? Ich habe ein Beispiel in der Geschichte. Nach dem Kriege war Umweltschutz überhaupt kein Thema. Der Rhein wurde verschmutzt, es wurden neue Rathäuser gebaut, aber keine Kläranlagen. Es war ein Nicht-Thema. Es gab nicht einmal den Begriff Umweltschutz. Und dann gab es plötzlich ein Aufwachen, eine Bewusstseinsveränderung, die dann wieder ein bisschen abgenommen hat, dann wieder stärker geworden ist. Also ich könnte mir vorstellen und ich hoffe, dass irgendwann die Menschen begreifen, dass das eine elementare Gefährdung auch ihres privaten Lebens ist, dass sie Nachteile haben. Man muss ihnen nachweisen, dass sie persönliche Nachteile davon tragen und dass das also dann auch dazu führt, dass Politik aufmerksam wird. Politik wird ja nur aufmerksam, wenn sie auf Wähler blickt, die etwas wollen. Und das ist nicht deutlich genug. Also in Wahlveranstaltungen, auf Parteitagen der großen Parteien findet alles dies nur am Rande statt. Wenn die aber mal merken, dass das ein Thema ist, dass sie gefragt werden, dass sie Rede und Antwort stehen müssen, dass sie handeln müssen, dann wird sich das, hoffe ich, irgendwann ändern. Denn es wird schlimmer werden. Nicht? Die Datenanhäufung, die Datenauswertung, Datenverwertung wird Ausmaße annehmen, die wir uns kaum vorstellen können heute. Wir haben ja in vielen Bereichen, glaube ich, am Anfang dieser Diskussion um die Freiheitsrechte hatte man das noch nicht so stark. In vielen Bereichen haben wir heute ökonomische Argumente. Ja? Sie haben den Überwachungskapitalismus angesprochen. Vieles, was dem Staat auch als Überwachungstechnik verkauft wird, ist mittlerweile ein Markt. Ich brauche gar nicht über die offensiven Angriffswerkzeuge zu reden. Ein Teilaspekt der Snowden-Veröffentlichung ist ja auch, dass wir wissen, dass das ein Markt ist und wie stark der floriert und dass wir ihn sozusagen mit staatlichen Geldern subventionieren. Dieser Aspekt ist, glaube ich, von der Analyse der Überwachungsgesellschaft, in die wir so reinrutschen, ist jetzt mal unabhängig davon, ob wir jetzt nur von kommerzieller Überwachung oder staatlicher reden, der ist ein bisschen unterrepräsentiert, scheint mir, dass sich da ja neben den klassischen Technologiefirmen und noch Facebook und Google dieser Welt, dass sich eine Menge Leute daran ordentlich eine goldene Nase verdienen und auch Bedürfnisse wecken. Meine Hoffnung war so ein bisschen, dass im Zuge dieser Cambridge Analytica-Debatte und auch der Frage der Wahlmanipulation, zum Beispiel zum Brexit oder in den USA, dass diese Frage, dass Datenschutz und Manipulationsschutz zusammengehört, wiederum so ein bisschen diese Pendelschwingen ja, bewirken könnte, dass sich mehr Leute dafür interessieren. Mir scheint aber, auch das ist wieder abgeklungen. Ich finde Ihr Umweltschutzargument natürlich sexy, weil man über die Jahre, man kann einfach sehen und später mit der Gründung der Grünen Partei und gerade jetzt wieder, wir haben den Vortrag davor gehört oder generell die Fridays for Future Bewegung, ist es wieder hip. Wir müssen sozusagen über diesen Berg, ich glaube, wir sind in so einem zweiten Tal. Wir hatten hier Riesendemos, wir hatten große Erfolge in Karlsruhe, aber jetzt ist es so ein bisschen wieder dieser Gleichgültigkeit und die Frage ist eigentlich, wie man aus dieser Talsohle kommt, um daraus auch eine Bewegung zu machen und ob wir uns nicht vielleicht mit der noch sehr jungen und kräftigen Bewegung, die bei Fridays for Future aktiv wird, zusammenschließen können. Ja. Denn technische Fragen und Nachhaltigkeitsfragen gehören ja in gewisser Weise zusammen. Also wo könnte man ansetzen? Ja, finde ich ein guter Gedanke. Die Menschen wollen im Einklang mit der Natur leben. Ja, das betrifft nicht nur das Klima, betrifft insgesamt die Natur, betrifft den Flächenverbrauch. Wir verbrauchen unheimlich, versiegeln unheimlich viele Flächen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Betrifft den Artenschutz und alles mehr. Also Einklang mit der Natur,
Das ist eine tiefe Sehnsucht. Und man müsste also das transponieren, auch im Einklang mit den Grundwerten, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Das sind ja, wir sind ja eine Wertegesellschaft. Wir sind ja nicht da, um nur das wirtschaftliche Wachstum zu optimieren, sondern eben auf einer Wertebasis. Und das bewusst zu machen, gerade jetzt, wo das Land ja nicht unbedingt in eine demokratiefreundliche Phase gerät. Nicht? Die Demokratie ist Anfechtung ausgesetzt. Die Radikalisierung und der Populismus kommt im Übrigen auch aus dem internationalen Bereich, aus der Unsicherheit vieler Leute mit Globalisierung umzugehen, dass sie nicht verstehen, dass das ein unumkehrbarer Prozess ist, dass sie Ängste haben, Aufstiegsängste, Abstiegsängste, dass viele Menschen einsam sind. Da spielen Gefühle eine Rolle. Gefühle nicht wahrgenommen, nicht verstanden zu werden. In einer solchen Situation ist eben auch unser Thema von Bedeutung. Es gibt möglicherweise eine Chance, das auf diese Weise auch zu vertiefen. Wir können nicht zurück. Wir können auch von der Digitalisierung noch zurück. Aber wir müssen sie ethisch gestalten, und zwar weltweit. Das ist nicht nur eine Sache der Deutschen und Europäer. Es muss bestimmte Grundkonsense geben. Die betrifft zum Beispiel den Cyberwar. Nach welchen Regeln findet denn Cyberwar statt? Der wirkliche Krieg ist in Konventionen geregelt, ja? Genfer Konvention. Also wir sind in einem internationalen Prozess. Das Völkerrecht muss reagieren, nicht? Zum Beispiel. Sie sind ja in dem Bereich auch aktiv, das wissen vielleicht gar nicht so viele. Sie haben sich ja sozusagen auch bei den Vereinten Nationen versucht einzusetzen, ja, um der Massenüberwachung auch auf dieser internationalen Ebene vielleicht ein bisschen Einhalt zu gebieten oder zumindest überhaupt mal zum Thema zu machen. Ich bin natürlich ein großer Freund dieser Konvention. Ich neige überhaupt nicht zu diesem Fatalismus zu sagen, naja, man findet immer Beispiele, wo jemand eine Konvention bricht, das ist schon richtig, aber dann hat er sich ins Unrecht gesetzt. Also ich halte viel davon, zumindest erstmal Regeln zu machen und sich im Zweifelsfall danach Gedanken zu machen, wie jemand die wirklich durchsetzen kann. Das gilt für den Cyberwar, Sie haben das ja auch schon mal geschrieben, genauso. Sagen Sie doch mal, wie das kam, dass sozusagen nach den Snowden-Jahren, wo der plötzlich wieder ein Thema war, auch im Menschenrechtsrat, richtig? Wie da der Stand ist? Gibt es denn Initiativen auf internationaler Ebene, dieser Massenüberwachung beizukommen? Also ich meine jetzt staatliche vor allen Dingen, aber nicht nur. Gibt es da noch irgendwas? Na, es gibt Verbündete. Wir haben natürlich in USA haben wir die große Menschenrechtsorganisation ACLU. Ja, es gibt da zivilgesellschaftliche Prozesse, auch in anderen Ländern, auch übrigens auch in Russland. Nicht? Weil ich führe da Diskussion nächste Woche, da treffe ich auf diese Leute. Also das ist schon da. Aber es ist im internationalen Bereich ist die UNO aktiv, was kaum wahrgenommen wird. Die UNO hat mehrere Resolutionen der Generalversammlung verabschiedet. The Protection of Privacy in the Digital Age. Digital Age. Und das ist, also wenn ich diese Festlegung in einer deutschen Regierungserklärung lesen würde, würde ich jubeln. Ja. Das heißt, es ist an uns auch diese Beschlüsse und Resolutionen, den ja, Lesern zum Beispiel von Netzpolitik.org, aber auch generell über die Medien besser zu vermitteln? Also ist es gar nicht angekommen in der Öffentlichkeit hier? Nein. Das ist natürlich dann ja, traurig. Aber ja, gut, jetzt könnte ich wieder fragen, welche Wirkung eine UN-Resolution hat. Nein, da steht ja vieles auf dem Papier, verstehen Sie? Aber wir können auf sowas nicht verzichten. Es gibt UN-Resolutionen gegen Folter und trotzdem wird gefoltert auf der Welt. Nicht? Aber dennoch gibt es immerhin eine Aussage, dass man irgendeine Grenze überschreitet. Sie wissen, Gerhard Baum ist natürlich Jurist. Ich kann mir nicht verkneifen, mal eine Frage zu stellen, die mir schon länger unter den Nägeln brennt und die auch jemand, der, und da sind Sie ja zweifelsohne, so einige Schlachten in Karlsruhe geschlagen hat, vielleicht ganz gut beantworten kann. Wir haben ja so ein bisschen eine Veränderung in der Art, welche neueren Verfassungsrichter da in Amt und Würden geraten sind. Wir haben auch, denke ich, eine andere Wahrnehmung, sowohl wie das Gericht selbst wahrgenommen wird, nicht in der Bevölkerung, das hat immer noch ein sehr hohes Ansehen, aber wie zum Beispiel mit den Urteilen umgegangen wird, auch medial. Wie würden Sie so so ein bisschen mythologische Schauen nach Karlsruhe und Warten auf die Urteile heute beurteilen, nachdem Sie ja diese zwei Dutzend Urteile auch miterkämpft haben? Ja. Na gut, also wir Bayern haben ja jetzt
vollmundig 70 Jahre Grundgesetz gefeiert hat. Hat einen Grund dazu. Es ist ein gutes Grundgesetz. Und die Karlsruher Männer und Frauen haben das Grundgesetz wirklich zum Sprechen gebracht. In vielen ganz wegweisenden Urteilen, wo sie also die Werte, die Grundlagen des Grundgesetzes runtergebrochen haben auf eine aktuelle politische Situation. Schwangerschaftsabbruch, deutsche Wiedervereinigung, Europa. Also sie sind dabei, dass anhand der Aktualität die Verfassung fortzuentwickeln, ja? ohne sie zu verlassen. Und das haben andere Staaten nicht, das ist ein ganz großer Vorteil. Aber wo kommen wir hin, wenn wir nur auf die Rechtsprechung vertrauen? Nicht? Wir haben, der Kern einer parlamentarischen Demokratie ist das Parlament. Dort muss das stattfinden. Und das müssen wir bewirken. Das sind Sie aber vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil Sie ja selber Parlamentarier sind. Ja, gut. Also, aber tatsächlich scheint mir diese Würde des Gerichts, die ich auch am Anfang, als ich das erste Mal da war, auch sehr stark, also wirklich fast physisch merken konnte in diesem Raum, die scheint mir nicht in gleicher Weise vorhanden zu sein. Auch wegen des Geschachers um die neu benannten Richter, wegen der Art, wie sozusagen medial mit den Urteilen umgegangen wurde. Meine Sicht ist, dass es nicht mehr dasselbe ist wie zu Zeiten der Vorratsdatenspeicherung oder zum Grundrecht auf Gewährleistung. Ja, würde ich nicht zustimmen. Also nehmen Sie mal an, es wird ein ganz konservativer Richter benannt von einer konservativen Partei. Über die Richterwahl kann man streiten, wie die stattfindet. Also ich würde mal sagen, bisher ist es relativ gut gegangen. Denn die Leute ändern auch ihr Verhalten. Der Korpus der Richter, ja, also das Zusammensein mit anderen, um eine Lösung zu ringen, das verändert auch die Personen. Sie öffnen sich anderen Überlegungen. Es gibt ja auch Minderheitenvoten, es wird da gestritten. Also ich finde, dass das Gericht durch diese Art des Umgangs miteinander, auch der Richter untereinander, Kraft gewinnt. Und es gibt immer wieder den Angriff der Politik auf das Gericht. Der Schäuble beispielsweise, der heute schon hier erwähnt worden ist, hat gesagt, wenn die hier so ein politisches Urteil fällen, sollen sie sich gefälligst für den Deutschen Bundestag kandidieren. Nicht? Das ist nicht deren Aufgabe. Nicht? Natürlich guckt man, wo kommt der Richter her? Und da kann man auch vieles ablesen an seinem Verhalten. Er kommt ja nicht ganz aus seiner Haut. Nicht? Aber ich würde sagen, wenn wir die Bilanz sehen des Gerichts über die Jahrzehnte hinweg, hat es sich doch bewährt. Und auch heute. Und wir wären mit unserer Verfassungsordnung und der gelebten Verfassung nicht so weit gekommen, ohne dass das Gericht ab und zu auch eingegriffen hat und den Staat und die Parlamente zur Ordnung gerufen hat. Nee, nun haben wir aber noch einen anderen Angriff. Es gibt offenbar hier dafür Zustimmung. Es gibt ja noch einen anderen Angriff, finde ich, der mir aufgefallen ist, insbesondere beim BKA-Gesetz. Da waren Sie ja auch Beschwerdeführer, ich war der Sachverständige und das war ja ein sehr langer Prozess, mehr als 4 Jahre. Da ging es auch wieder um den Staatstrojaner, ne? Und da ist mir das erste Mal so stark aufgefallen, was später unser jetziger Innenminister Seehofer auch mal so ein bisschen nebenbei bemerkt hat. Man kann die Gesetze natürlich auch extrem kompliziert und komplex und schwierig machen und dann wird das Urteil ja entsprechend. Wir haben ja beim BKA-Gesetz, wir sehen, dass einfach auch die Komplexität in der Debatte ziemlich eigentlich erstickt hat, weil so viele Aspekte in diesem BKA-Gesetz drin waren, über die man gar nicht mehr im Einzelnen reden konnte oder zusammenfassen konnte und auch die Richter ein bisschen erschlagen waren von der Fülle. Das Gutachten waren, glaube ich, 500 Seiten. Also das Urteil war ja auch enorm breit. Also gibt es da auch noch diesen sozusagen Komplexitätshammer, dass man kaum als Beschwerdeführer mehr durchdringen kann, weil man komplexe, unverständliche und teilweise auch handwerklich schlechte Gesetze hat? Ja, also es ist ja kein Vergnügen, so eine Verfassungsbeschwerde zu machen. Also das kostet sehr viel Wissen, Kraft und wenn man durchschlagenden Erfolg haben will, muss man sich sehr gut, sehr warm anziehen. Und es ist übrigens auch keine Gelegenheit zur Gewinnerzielung, muss ich mal sagen. Das ist ja auch nicht beabsichtigt. Also es geht um die Sache. Und ich habe mich sehr gefreut, als der Computer Chaos Club CCC. Ja,
als Sachverständiger eingeladen war. Die Richter haben sich genau informiert. Das kommt ja noch hinzu, diese Anhörungen, die überall sehr gut strukturiert sind, über einen ganzen Tag laufen. Alle Richter sitzen oben und hören zu und stellen Fragen, dass diese Anhörungen manchmal sehr viel gründlicher sind als die Arbeit der Bundestagsausschüsse bei Vorbereitung eines Gesetzes. Die Richter wollten wissen, was passiert eigentlich bei dieser Datenverarbeitung? Sie können das ja heute nicht mehr beurteilen, wenn Sie nicht auch technologisches Wissen dazulegen zu den juristischen Bewertungskriterien. Das haben Sie sich sehr, vertieft in die ganze Angelegenheit. Und so geschieht es auch in anderen Fällen. Also ich will noch mal zurückkommen auf den Staatstrojaner, den Sie erwähnt haben. Der Computer. Der Hirsch hat mal ein sehr schönes Wort geprägt. Der Computer ist unser ausgelagertes Gehirn. Also was da alles drin steckt, wissen wir. Also Tagebuch und was nicht alles. Und den Zugang zu öffnen, ist nur unter ganz schweren Voraussetzungen, ganz hohen, unter Überwindung ganz hoher Hürden möglich, sagt das Gericht. Und das ist ausgeweitet worden. Das heißt, der Staat hat einen Drang, in die Computer reinzugehen. Jetzt wird überlegt, ob, haben Sie erwähnt, ob auch der Bundesverfassungsschutz, der gar nicht der Kontrolle, der normalen Kontrolle unterliegt, wie die Polizei, in die Computer reingehen kann und die Wohnung betreten kann. Also wir sind ja einem ständigen weiteren Druck ausgesetzt. Der Seehofer plant wieder neue Gesetze. Nicht? Jetzt, wir haben in Europa eine Richtlinie, der Datenaustausch im Bereich der Polizei ermöglicht werden soll. E-Evidence. Ja, das heißt also, ein Staatsanwalt in Sofia kann eine deutsche Behörde anweisen, bestimmte E-Mails herauszugeben, ohne dass dazwischen geschaltet sind juristische Kontrollen, wie wir sie kennen. E-Privacy-Richtlinie der Europäischen Union. Wir müssen alles tun, dass das so nicht kommt. E-Evidence heißt die. E-Evidence, richtig, ja. Also ist ja nicht so, dass wir über die Vergangenheit reden, wir reden über die Gegenwart. Es wird ununterbrochen wird versucht, weitere Hürden einzureißen. Und ich möchte mal wissen, was alles mit der biometrischen Überwachung geschieht in Zukunft. Nicht? Na, da habe ich ja doch mal ein bisschen Hoffnung gerade. Also mit Blick auf die USA, aber auch in anderen Ländern, also etwa in Großbritannien gibt es da auch eine interessante Gegenbewegung, scheint mir da ja so ein bisschen den Pendel dahin zu schlagen, dass man zumindest mal Regeln machen will gegen die anlasslose Aufnahme von biometrischen, also generell eine Gegenwehr auch legislativer Art, scheint mir. Da könnten wir ja bei uns durchaus von profitieren, wenn es woanders herkommt. Ich würde noch eine letzte Frage stellen, bevor ich auch gerne mal öffne, wenn es Fragen gibt, ich würde jetzt nicht nur zu einem Zwiegespräch machen. Mir ist gerade aufgefallen, weil Sie vorhin diesen Umweltschutz ansprachen. Und ich glaube auch, dass wir eine Menge davon lernen können. Ja, da sind Bewegungen entstanden. Das haben wir, glaube ich, gerade bei dem Greenpeace-Talk gelernt. Ich fand letztes Jahr sehr interessant diesen Austausch bei der Bits und Bäume-Konferenz, wo man mal die Bewegung zusammengeholt hat. Aber da ist ja so ein gewisser Trend, den werden sicherlich viele andere jetzt auch beobachtet haben, nämlich dass es so ein es gibt so einen Rückzug zu privaten Verhaltensweisen. Ja? Dass man plötzlich den Leuten sagt, dann flieg doch nicht so oft oder dann kauf doch dir endlich mal Klopapier, was nicht weiß ist. Oder, ja, so. Und das gibt es ja im Datenschutz auch. Ja? Du nutzt ja selber Google, dann hol dir doch mal ein anderes Telefon. So diese Schieben auf das Individuum. Also dass man die politischen Regelwerke und generell die Werte, die wir so in Gesetze gießen, vergisst und den Einzelnen so ein bisschen beschuldigt. Er könnte sich ja anders benehmen. Kann man nicht da vielleicht was rausholen, zu sagen, jetzt hört doch mal auf, den Einzelnen zu belästigen, solange ihr nicht mal klarkriegt, ordentliche politische Regeln zu machen. Komm, das wäre doch jetzt hier das schlechte Gewissen, ne, für die ganzen SUVs, die draußen stehen, oder? Aber vielleicht ist das eine Chance aus meiner Sicht. Ja. Also, denn ich finde, die grüne Bewegung wehrt sich sehr sinnvoll und mit guten Argumenten dagegen, immer so ein bisschen privat beschuldigt zu werden. Vielleicht können wir das im Datenschutz ja auch schaffen, zu sagen, wir können nicht nur durch unser Verhalten auch, aber nicht nur durch unser Verhalten die Veränderungen herbeiführen, die wir wirklich bräuchten für eine ordentliche digitale Zukunft mit den Werten, die wir vielleicht bewahren wollen. Vielleicht ist es ja eine Chance. Datenaskese ist kein Heilmittel. Ne? Ja.
Wir hinterlassen so viele Spuren. Die Leute sind ganz erstaunt, wenn man ihnen sagt, wo sie überhaupt Spuren hinterlassen. Die sagen, ich habe keinen, ich zahle nicht mit Kreditkarte und so weiter. Also ist alles naiv, naive Einstellung. Die Spuren sind beim Fernsehseher, der am Internet angeschlossen ist, nicht? Der spricht Alexa. 100 Millionen Alexa-Geräte sind weltweit verkauft worden. Das ist der Lauschangriff in der Wohnung. Ja? Das machen die Leute einfach. Alexa wird ausgewertet. Die ausgewertet von Google. Nicht? Also es ist... Das Grundprinzip, hat einer mal gesagt, ist, ich möchte in Ruhe gelassen werden. Ja? Der Staat soll mich in Ruhe lassen, wenn ich ihm dazu keinen Anlass gebe, sich mit mir zu befassen. Aber so einfach ist das jetzt bei dieser technologischen Entwicklung nicht. Und da, also ich weiß nicht, ob man mit solchen Szenarien, die wir hier Ihnen jetzt auch beschreiben, die Leute aufschreckt. Nicht? Vielleicht sagen sie immer noch, ich habe nichts zu verbergen. So können wir nicht, auf keinen Fall enden. Dann grabe ich meinen Kopf in den Sand. Also, deswegen, also ich würde es gerne öffnen. Vielleicht hat ja hier jemand auch noch ein paar tolle Ideen. Ja? Also ich meine, hier hocken ja letztlich eine ganze Reihe von Aktivisten zusammen. Also ich habe heute ja schon diverse getroffen. Also es sind ja Leute, manchmal machen ja echt Einzelne auch einen Unterschied. Ich meine, Sie sind ja auch ein tolles Beispiel dafür, die sich einfach auf den Hosenboden setzen und eine ordentliche Beschwerdeschrift mit anderen Leuten zusammen hinstellen und kann teilweise Diskussionen bestimmen. Vielleicht hat ja hier jemand noch Ideen oder aber auch Fragen. Sonst stelle ich weiter. Hat jemand eine Frage, die er gerne stellen will? Nein? Dann, na gut. Bevor das Mikro da ist, würde ich noch mal einmal kurz zu Snowden fragen. Meinen Sie, es gibt irgendeine Hoffnung, dass er mal irgendwann aus Moskau wegschafft? Ich meine, können Sie ihn nicht einfach mitbringen nächste Woche? Ja. Hat man nicht als Ex-Innenminister irgendwie Immunität im Flugzeug? Er hat keinen Pass mehr. Ja, er hat ein Aufenthaltsrecht, das, glaube ich, im nächsten Jahr abläuft. Und ich meine, das Motiv von dem Putin ist natürlich, die Amerikaner zu ärgern. Nicht? Also, an Privacy-Schutz hat er wenig Interesse. Aber er lässt ihn, relativ frei, bewegt sich frei und arbeitet im Netz wie ein Wilder. Nicht? Also verdient auch sein Geld im Netz. Nicht? Also, aber es ist für ihn natürlich ein auf Dauer ein ganz unzumutbarer Zustand. Wir können nicht viel sehen, aber ich bin hier. Ich stehe auf. Hallo, ich habe noch mal eine Frage, die knüpft an die Sache mit den Autos vorhin und dem Datenabfluss, den wir gar nicht kennen. Es gibt ja aber bei Autos oder bei Gesundheit auch Datenabfluss, den wir möglicherweise kennen oder kennen werden. Es wird uns versprochen, dass wir bei den Versicherungen Vorteile bekommen, wenn diese Versicherungen mehr über uns wissen. Also die Leute, man scheint den Leuten einzureden, dass wenn sie ihre Daten hergeben, dass sie irgendwelche Vorteile haben. Ich frage mich, ob das damit zu tun haben kann, dass insgesamt die allgemeine Bevölkerung da sich nicht so klar drüber ist, weil sie es gar nicht trennen kann, aber dann irgendwo Versprechen und Vorteile sieht. Und dass wir eben in dem Zusammenhang, wir sind jetzt gerade bei Big Data dann auch schon wieder, wo ja grundsätzlich nichts Schlechtes dran ist, insgesamt wir auch in unseren Aktivitäten und in unserer Kommunikation mehr auf den Unterschied zwischen Individual Data und Community Data gerade bei Big Data eingehen müssen, um da diese Grenzen noch mal klarer aufzuziehen und die Leute zu sensibilisieren. Also ich glaube, wir haben es ein bisschen angesprochen. Ist es eine konkrete Frage dazu oder ist es einfach nur ein Statement? Das war so ein Statement, wo ich sage, ja. Würde dir auch sagen, dass wir in diese Richtung noch mal machen müssen, dass wir diese Individual Data, Community Data noch mal klarer aufmachen, diese Debatte, die vor 2-3 Jahren ganz viel besprochen wurde, inzwischen aber auch relativ wieder raus. Inzwischen gibt es nur noch Daten und die einen versprechen sich was davon individuell und die anderen sagen, oh, Daten ist irgendwie, boah, Vorsicht, irgendwie ist es gefährlich und so diese, dass es sowohl als auch gibt, dass das nicht mehr so klar und deutlich kommuniziert wird im Moment, finde ich. Na, wenn ich jetzt Statement mal ein bisschen auf das, was wir besprochen haben und ein bisschen auf diese Freiheitsrechte beziehen will, dann müsste man ja eigentlich sagen, dass
die Vorteile, die vielen versprochen werden, wenn sie ihre Daten freigebiger behandeln, oft nicht gleich verteilt sind zwischen denjenigen, zum Beispiel nach Einkommenssituation oder nach der Art der technischen Geräte, die sie haben. Also das ist sicherlich auch nochmal ein Aspekt. Ich will es aber mal so stehen lassen, weil ich glaube, das ist klar geworden. Oder wollen Sie dazu einen Kommentar? Nee. Ja. Okay. Weitere Kommentare oder Fragen? Haben wir den berühmten also Podcaster aus Nee, aus ging auch ein bisschen um Aussicht. Also ich finde gerade eigentlich Hongkong total spannend. Das Thema Hongkong finde ich gerade sehr spannend, gerade weil es da auch um Freiheitsrechte und Grundrechte geht. Und wenn wir da mal einfach diese Transferleistung gerade nehmen, was für technische Infrastruktur dort schon ausgerollt ist und bei uns bei Projekten wie Südkreuz und anderen eigentlich auch gerade so in die Gesellschaft reinfließt, dann glaube ich, dass das gerade eine spannende Aufgabe ist, die aber auch eine große Chance ist, weil bei dem einen haben wir Solidarisierungseffekte. Nein, wir wollen nicht, dass sozusagen das böse Imperium irgendwie Hongkong übernimmt. Und wenn wir diesen Transfer hinkriegen, vielleicht ist das eine Option. Also die Frage war letztlich, was wir lernen können aus diesen Hongkonger Protesten. Zum einen, weil China sowieso gern als Beispiel angegeben wird. Ja, das sind ja immer die moralisch Minderwertigen, die daran kann man sich immer gerne hochziehen. Und zum anderen, weil diese Protestbewegung in Hongkong zuallererst und auch ziemlich innovativ die Massenüberwachungstechniken versucht hat zu deaktivieren oder zu umgehen. Aber mit Verlaub, ich bin natürlich jetzt kein Freund davon, dass man, also ich bin sicherlich auch ein Partisanenkämpfer, aber besser wäre ja, die Gesetze sind besser. Aber vielleicht wollen Sie das mal kommentieren, Herr Baum. Also es ist ja, es hat zwei Seiten, das Internet und in Diktaturen oder autoritären Systemen oder im Kampf gegen autoritäre Systeme. Es öffnet Chancen, bringt Menschen zusammen, ermöglicht Demonstrationen, Resolution, schafft Bewusstsein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Instrument in den Händen der Herrschenden. Nicht wahr? Also die Chinesen können aus bestimmten, im Festland, also in ihrer, in nicht Hongkong China, können feststellen auf bestimmte Fakten, wann sich irgendwo eine Menschenansammlung bildet. Ja? Und dann gehen sie dagegen vor. Oder in anderen Staaten können sie feststellen, wer eine im Netz eine Demonstration organisiert und greifen dann zu. Das heißt, das Internet kann auch, mutiert dann zum Unterdrückungsinstrument. Das muss man auch sehen. In China ist das ja, die Perversität wird ja da auf die Spitze getrieben. Jetzt nicht nur bei den Uiguren, die unterdrückt werden, sondern insgesamt in China mit diesen Sozialkonten. Nicht? Also wenn sie sich falsch verhalten, kriegen sie einen Minuspunkt auf ihrem Sozialkonto und wenn sie das übertreiben, dann kriegen sie keinen Urlaub. Ja? Also ihr ganzes Verhalten wird vom Staat kontrolliert. Ob sie bei Rot über die Ampel gehen, ob sie ihre Steuern richtig zahlen, alles wird in ein Konto aufgenommen, Minus, Plus. Und danach ist die Chinesen befinden sich auf dem Weg zu einer Totalüberwachung und die ist technisch möglich. Ja. Und das begreifen immerhin die Menschen hier. Also China schreckt sie, wenn ich diskutiere, höre ich immer, es ist ja furchtbar, was in China geschieht. Da sage ich, da sehen Sie mal, was man damit machen kann, mit den technologischen Möglichkeiten. Ich habe noch eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Das sind die Augen. Also die Algorithmen und die Augen. Was sagen die Augen aus? Beim Autofahrer. Ist er müde? Ist er abgelenkt? Und dann hat einer gesagt, ja, der Algorithmus kann sogar feststellen, wenn gelacht wird, lachen die Augen mit. Wenn die Augen nicht mitlachen, ist es ein unehrliches Lachen. Also so weit wird das schon getrieben. Also ich weiß nicht, wie sie das machen. Aber dass man unehrlich lachen kann, habe ich auch was gelernt. Dass softwareseitig festgestellt werden kann, wenn man nicht ehrlich lacht. Aber ich würde die Fragen vielleicht mal zusammenbringen. Meine größte Angst mit diesem Blick auf China ist ja immer eigentlich eine andere, nämlich, dass wir in so eine Situation geraten, wo sich plötzlich herausstellt, und es gibt tatsächlich schon einige Politiker, die das in etwas flacherer Form auch geäußert haben, dass nämlich das chinesische Modell als ökonomisch erfolgreicher durchgehen wird, dass diese Incentivierung, von der wir gesprochen haben, dieses Sozialkreditsystem in einigen Aspekten als effizient und ökonomisch sinnvoll auch in europäischen Staaten gesehen hat. Meine Angst ist ja eigentlich, dass wir zumindest Teilaspekte davon übernehmen, weil sie so schön effizient sind. Naja, vielleicht nicht alle, und dann wird es nicht gleich, also wird sicherlich nicht full scale, aber ich
meine Befürchtung ist fast, dass die Effizienz dieser Überwachung und auch die Effizienz der Manipulation, die dabei ist, insbesondere auch des Sozialverhaltens, durchaus auch sexy sein könnte für, ich sag mal, einen durchschnittlich intelligenten konservativen Politiker. Natürlich, natürlich. Was, wenn der Herr Johnson möglicherweise das entdeckt, dieses Feld? Oh, ja, der hat ja schon gesagt, ne, er will, hätte gerne die ganzen Daten. Er muss da, braucht mal dringend die Daten, die auf der Webseite für den Brexit so anfallen. Ja, wir haben 5 Minuten. Das ist so eine dringende Frage, die sich möglicherweise sogar anschließt. Ich sehe einige, ich weiß nicht, wer sich hier zuerst gemeldet hat. Ich habe keinen Plan, ich sehe auch nicht so viel. Ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen was Positives. Können wir das mal bitte machen? Also ein bisschen. Das hängt jetzt von der Antwort ab wahrscheinlich. Sie hatten schon, Sie hören mich, oder? Sie hatten schon den Vergleich zur Umwelt angesprochen. Und was ich mich... So, besser? Ja. Ich spreche nicht so oft mit Mikro. Der Vergleich zur Umwelt wurde schon angesprochen. Und was ich mich jetzt in der Debatte ganz häufig frage... Gibt es eigentlich auch bei der, beim Thema Überwachung, beim Thema Tracking, wenn man das liest, wird einem jedes Mal schlecht, gibt es diesen Point of No Return und wie weit sind wir eigentlich davon noch entfernt? Also müssten wir nicht eigentlich da auch schon sagen, 1,5 Jahre, 2 Jahre vielleicht noch und jetzt alles in die andere Richtung, ansonsten ist es vorbei? Ganz, ist nicht so positiv. Ja, die Frage hat, die kam in dem Podcast schon mal auf. Also gibt es wie bei der Umweltbewegung so einen, ja, so einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt? Also wieso, das ist ein 2-Grad-Ziel, ist das, glaube ich, bei der Umweltbewegung. Ne? Gibt es das bei dem Datenkapitalismus auch oder vielleicht auch bei der Massenüberwachung staatlicherseits? Ja, gute Frage. Haben wir den Punkt schon erreicht, überschritten möglicherweise? Oh, das war nicht die Frage. Wir haben ihn noch nicht erreicht, oder? Ja. Haben wir ihn schon erreicht? Also ich glaube, in gewisser Hinsicht... gibt es keinen Return. Man kann nur das Schlimmste verhüten. Aber ich glaube, selbst wenn man, ich glaube, es gibt nicht so einen Punkt, wo es so kippt. Also ich würde nicht denken, wir können uns zu jedem Zeitpunkt, das muss sich hier jeder hinter seinen eigenen Ohren schreiben, immer wehren. Also solange wir noch können. Ja, gut. Oh, es gibt den Punkt doch. Das war überhaupt keine positive Frage, Verzeihung. Also die war wirklich gemein. Ja. Ach, das ist eine interessante Frage. Die, ja. Letztlich ist es doch so, dieser ewige Kampf für die Freiheitsrechte ist doch der, der uns Handlungsmöglichkeiten offen lässt, ja? Der uns nicht so stark einengt, sondern uns die Freiheit gibt zu handeln. Das ist doch eigentlich der Hintergrund dieses Kampfes. Insofern gibt es den Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt, wo uns nämlich diese Handlungsfreiheit vollständig genommen ist. Also wir müssen den Menschen, vielen Menschen in unserem Lande, die Angst vor der Freiheit nehmen. Wir sind inzwischen in einer Situation, wo viele Leute Angst vor der Freiheit haben. Angst vor dem Risiko, das mit der Freiheit verbunden ist. Ohne Risikobereitschaft gibt es keine Freiheit. Angst vor Veränderungen. Ja, also es muss ein Verhältnis zur Freiheit aufgebaut werden. Also ich kann nur sagen, in meiner Lebenszeit war die Bedrohung durch extremistische politische Auffassungen noch nie so stark wie heute und so kontinuierlich wie heute, dass das auch gar nicht nachlässt, sondern zunimmt und in die Gesellschaft hineinwuchert, in die Mittelschichten hineinwuchert. Das heißt, wir müssen alles tun, um die Demokratie zu verteidigen. Die ist herausgefordert. Viele Leute verharmlosen das. Das ist hochgefährlich, wenn wir das tun. Und die Demokratie hängt eben auch sehr stark damit zusammen, dass der Staat in die Schranken gewiesen werden muss, dass er bestimmte Grenzen nicht überschreiten darf. Und die Sensibilität dafür ist auch eben noch nicht so ausgeprägt, wie wir das da brauchen, um wirklich was zu tun. Wir können uns schützen, das wissen Sie besser als ich, durch Verschlüsselung oder nicht. Oder kann man sich überhaupt, ja, man kann sich schützen. Ja, gut. Hilft mir als Person, aber es hilft nicht allen sozusagen. Also ich bin kein Informatiker. Ich habe das Gefühl, alles, was mal im Netz ist, kriegen Sie nie wieder raus. Ist das so? Das würde ich nicht unbedingt sagen. Wenn es niemand interessiert, ist es doch schnell wieder weg. Ja, gut. Aber
Na gut, also ich bin nicht pessimistisch. Ich meine, wir leben in einer Demokratie und die im Großen und Ganzen eine geglückte Demokratie ist. Können wir uns sagen, nach dem Krieg haben wir das hingekriegt, wir haben keinen Schlussstrich gemacht, wir haben uns mit der Vergangenheit auseinandergesetzt, wir haben Reformen in die Wege geleitet, wir haben die Verfassung mit der Verfassungswirklichkeit stärker in Einklang gebracht. Denken Sie nur an die Gleichstellung der Frau, Männer und Frauen. Also wir haben eine geglückte Demokratie und die ist auch stabil, würde ich sagen. Aber sie ist gewissen Gefährdungen ausgesetzt und jetzt mehr als früher. Und deshalb müssen wir uns auch wehren und dürfen nicht so tun, als sei das eine harmlose Erscheinung, jetzt demokratische Grundrechte in Frage zu stellen. Nicht? Das ist hochgefährlich. Und die Grundrechte sind Toleranz, die Grundrechte sind Menschenwürde, die Grundrechte ist der Respekt vor anderen Religionen, vor Minderheiten. Und wenn das vor die Hunde geht, gehen wichtige Elemente unserer gesellschaftlichen Werteordnung vor die Hunde. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich möchte zum Schluss nur sagen, dass ich mich sehr bedanke, dass Sie hier waren und dass Sie es doch immer irgendwie doch hingekriegt haben, jetzt wieder ein gewisses positives, das schreiben wir uns alle hinter die Ohren, Motto für sozusagen die nächsten Kämpfe um die Freiheitsrechte aufzuwerfen. Hier sitzen viele junge Leute, in deren Hände die Zukunft dieses Landes liegt. Kämpfen Sie für die Freiheit. Ja. Vielen Dank.